Hallöchen und herzlich willkommen zur ersten Folge Skyblock für Anfänger. Ja, wer hätte es gedacht, Skyblock für Anfänger. Und ich habe ja im Community-Tab gefragt, also gevotet, ob wir das machen sollen oder nicht. Und über 10.000 Leute haben sich dran beteiligt. Ich bin quasi ausgeflippt. Aber von den 10.000 Leuten haben vor allem die absolute Mehrheit dafür gestimmt, dass wir das machen. Und was ich auch interessant fand, über 1.000 Leute haben gesagt, sie kennen Skyblock nicht. Und dann muss ich das ja machen, weil sie müssen ja wissen, was es ist. Ja, und was ist jetzt Skyblock überhaupt? Tja, das, was der Name sagt. Eine Himmelsinsel oder Himmelsblock, Skyblock. Ja, wir sind hier auf einer kleinen Insel. Nirgendwo. Wir sehen die Sonne, wir sehen den Mond. Hier ist einfach mal gar nichts, außer unsere kleine Dreiblock hohe Insel. Ja, das ist so gewollt. Es ist ein normales Survival-Projekt, ganz normal, ohne Mods, ohne alles. Wir haben einfach nur sehr, sehr harte Startbedingungen. Aber wenn man einfach keine Lust mehr hat auf das normale Survival in Minecraft, dann kann man halt sowas machen, ne? Und man muss sich ein bisschen auskennen. Das Ganze könnt ihr spielen, indem ihr unten den Link in der Videobeschreibung benutzt. Da könnt ihr Skyblock runterladen für die 1.15.1, in der Version befinden wir uns. Und wenn ihr es runtergeladen habt, bekommt ihr eine ZIP-Datei. Das ist wie ein Schuhkarton, wo die Welt drinne verpackt ist. Ihr müsst das doppelklicken, dann bekommt ihr ein Fenster mit einem Ordner und diesen Ordner einfach so, wie er ist, zack, rüber in die Minecraft-Saves rein. Dann habt ihr schon einen Spielstand, also einen Speicherstand in Minecraft, der Skyblock 407 oder so heißt, keine Ahnung. Aber ja, wie fängt man denn jetzt an? Das ist die wichtigste Frage, wie fängt man eigentlich an? Wir fangen damit an, dass wir erstmal die Taste Shift gedrückt halten, denn dann können wir nicht runterfallen. Also wenn ihr so croucht oder schleicht oder wie auch immer ihr das nennt, dann könnt ihr nicht runterfallen. Das ist hier lebenswichtig, ihr werdet euren Finger an diese Taste kleben. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir erstmal anfangen, hier die Dinger wegzumachen, in der Hoffnung, dass wir ein paar Weizenkörner bekommen. So, Moon. Wunderbar. Immer gucken, dass ihr ganz am Rand geht, weil falls die Samenkörner runterfallen, dann fangt ihr die wenigstens in der Luft noch auf und habt ihr nicht verloren, weil die Ressourcen hier sind wirklich allesamt Gold wert. Ja, der Mond und Löwenzahn, das ist alles Gold wert. Wir haben in der Kiste Lava, Eis, Melonenscheibe, Kürbiskerne, Zuckerrohr, Meeresgurke, Schildkröteneier 2 und Obsidian. Aber in der 1.15 gibt es zum Beispiel Bienen, wo sind die denn? Gute Frage, die Bienen. Wir machen mal Optionen, Grafikeinstellungen, Sichtweite, BÄM! Und wir sehen, hey, hier gibt es ja noch ein paar Inseln. Das war nicht immer so. Die ersten Skyblock-Versionen waren nur diese Insel hier, weil da gab es ja noch nicht so viel. Aber mittlerweile haben wir da, guck mal, wir haben da eine Fichtenecke und ich glaube, da ist ein Kürbis. Auf jeden Fall ist da Schnee. Wir haben da einen Birkenbaum mit einem Bienennest, wie wir sehen können. Und da müssen wir vorsichtig sein, weil es kann sein, dass die Bienen hier über den Rand fliegen und dann runter ins Nichts fallen. Es ist ein bisschen doof. Wir haben eine Sumpfinsel. Ich glaube, da ist sogar Wasser drauf. Muss da Wasser drauf sein, damit das so aussieht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dann haben wir Schwarzeichenholz. Wir haben einen Tropenbaum. Da ist auch Kakao dran. Wir haben da hinten Akazie. Wir haben hier, ich habe ehrlich gesagt, ich glaube Pilze. Ich habe aber keine Ahnung. Da haben wir noch Sand mit dem Kaktus und dann sind wir schon rum. Also, wir kriegen alle Grundressourcen zusammen, um uns alles daraus zu machen. Jetzt haben wir das schon weggemacht. Jetzt machen wir erstmal hier, so, einen Block raus, noch einen Block raus und wir haben Fortschritt erzielt, Skyblock. Wir gucken mal schnell in die Fortschritte, hier. Die sind nämlich sehr cool gemacht bei Skyblock. Wir haben einmal den Collector, das ist Item sammeln, ne? Collecten, sammeln. Wir haben aber auch Skyblock-Fortschritte oder Achievements und die leiten einen so ein bisschen hier durch, damit man nicht so ganz verloren ist. Das Problem ist einfach nur, es erklärt sich nicht alles von selbst. Das heißt, wir müssen das machen. Skyblock, an island in the void, also eine Insel im Nichts. Wir haben zum Beispiel hier oben, sammel einen Setzling ein oder das Game ist gelaufen. Ja, ist es wirklich. Wir haben hier einen Cobblestone-Generator. Ja, man soll einen Cobblestone-Generator machen mit Wasser und Lava. Aber wenn man nicht weiß, wie man den macht, dann macht man das einmal. Man hat aus Lava Obsidian gemacht und das Ganze ist gelaufen. Gut, wir haben hier ein Nether-Portal. Wir haben, ja, einen Ofen, das ist jetzt nicht die Welt, ne? Oder eine Fake-Cave. Wie macht man eine Fake-Cave? Eigentlich also eine Fake-Höhle. Das wird hier halt nicht erklärt. Und das schauen wir uns in dieser Reihe
an. Die wird natürlich jetzt keine 150.000 Folgen lang werden wie Minecraft für Anfänger. Ich denke so irgendwo zwischen 20 bis 50 Folgen wird das hier werden. Aber wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Blöcke rausgemacht. Ich muss mal gerade gucken. 5, wir machen 5 Blöcke raus. So, immer Shift gedrückt halten. Boah, siehst du, der wäre schon fast weggeflogen. Und hier hinten schließen wir das Ganze wieder. So. Und dann machen wir hier auf dem zweiten Block, machen wir ein Loch nach unten. So, wir könnten auch versuchen, ein ganzes Loch draus zu machen. So, und nochmal. Boah, wir haben die Erde eingesammelt, Gott sei Dank. Dann machen wir hier erstmal wieder Erde hin. Nehmen uns Lava und Eis. Machen hier, genau in der Mitte, ne? Das ist ja 5 Blöcke lang, machen wir einen Block. Machen da auch nochmal einen Block, das hätten wir nicht gemusst, aber gut. Und hier schütten, machen wir jetzt das Eis rein. Kaputt. Und da läuft Wasser runter. Hier machen wir die Lava hin. Und jetzt machen wir den Block weg. Wir bekommen Bruchstein. Es ist nämlich so, wenn die Lava auf das Wasser auf dieses Stück Lava läuft, wird Obsidian draus. Das soll es aber nicht. Deswegen haben wir ein Loch da unten hingemacht, damit das Wasser nach unten abläuft. Okay, das hätten wir schon mal. Das ist unser Bruchsteingenerator eigentlich. Und bevor wir an dem Bruchsteingenerator weitermachen, müssen wir erstmal gerade den Baum hier fällen. Dafür würde ich gerne hier noch ein paar Blöcke rausmachen. So, damit wir einfach ein bisschen um den Baum rumbauen können. So, dann kommt der Block noch raus. Einfach, damit wir eine kleine Fläche haben, wo die Sachen vom Baum drauf landen können. Weil wir laufen echt Gefahr, dass die irgendwo links oder rechts runterfallen und dann haben wir den Salat. Während wir den Baum fällen, müssen wir uns mal überlegen, wie wir hier weitermachen. Wir werden gleich auch das Blattwerk wegklopfen, in der Hoffnung, Setzlinge zu bekommen. So, ich mache jetzt mal hier erstmal innen, damit es nicht irgendwo hin wegfallen kann, ne, weil hier drin ist ja noch ein bisschen Platz, also ein bisschen Schutz durch die Blätter von außen. So. Boah, leider noch gar nichts. Das ist echt hart. So. Oh, ein Setzling. Gott sei Dank. Einen haben wir schon mal. Weil wenn man echt Pech hat und keinen Setzling bekommt, dann hat man verloren. Dann hat man, da hat man wirklich verloren. Also, naja, mehr oder minder. Da müsste man direkt in der Nacht gucken, dass man ein Monster, also dass man ein Skelett spawnt mit Knochenmehl oder so. Ja, wobei, da kriegt man ja gar keinen Setzling raus. Stimmt ja. Ah, dann hat man echt verloren. So. Komm, noch ein Setzling. Komm. Ah, einer. Wow, wow. Einer. Huh, wäre ich fast runtergefallen. Ein Setzling. So, gut. Dann würde ich sagen, setzen wir den doch erstmal direkt wieder hier ab, ne, damit wir da, damit der wieder wachsen kann. Und aus dem Holz machen wir jetzt erstmal direkt Holz und eine Werkbank. Wir machen aus Holz Holz. Das klingt logisch. Eine Spitzhacke draus. So. Und dann tun wir immer alles hier rein. Immer. Wenn wir runterfallen, der Eimer ist weg, dann... nee. Dann haben wir echt ein Problem. Ne, deswegen immer, immer, immer alles in die Kiste tun. Wenn wir runterfallen, ist nicht so wild. Wir landen wieder hier oben. Aber die Sachen dürfen nicht verloren gehen. Gut. Jetzt machen wir hinter unserem Bruchstein hier diesen Block wieder weg. So. Und dann können wir uns jetzt hier hinstellen und machen... Yay, Cobblestone Generator. Dann können wir auch mal direkt gucken, ob es da weitergeht. Ja, jetzt haben wir den schon mal, ne? Jetzt kriegen wir hier sowas wie... Guck mal, bekomme Redstone Dust, also Redstone Staub beim Töten einer Hexe. Oder irgendwas mit dem Bogen abschießen. Oder einen Pfeil mit dem Schild blocken. Dafür brauchen wir aber Eisen. Wo kriegen wir Eisen her? Das sagt uns das Spiel aber nicht. Hm. Sechs Setzlinge sammeln und erkunde alle Inseln drumherum. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass es nicht nur diese Inseln gibt und das fällt manchmal in die Lava. Das ist halt einfach so, da kommt man nicht drumherum. Wir müssen uns erstmal einen Ofen machen. Danke nicht. Damit wir uns Fackeln machen können. Wir müssen nämlich ein bisschen... das war jetzt nicht so schlau, ne? Ich hätte ein bisschen Holz aufbewahren sollen für Holzkohle oder... Okay. Ja, wir müssen nämlich gucken, dass wir Holzkohle machen und uns dann ein paar Fackeln, die wir hier aufstellen können. Das ist dann schon mal ganz gut. So, wir haben jetzt schon mal genug Stein für den Ofen. Den machen wir mal gerade. So. Unser Freund der Ofen.
Juhu, Hot Topic. Jetzt setzen wir den einfach mal hier hin. Und ich muss gerade gucken, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das aus normalem Holz auch ging oder ob wir wirklich Holzstämme brauchten. Okay, wir brauchten Stämme. Gut, Baum, kannst du bitte mal wachsen? Wir brauchen Stämme. Die Lavaquelle wird reichen, damit hier erstmal nichts spawnt. Aber die Insel wird natürlich größer, ne? Wir werden hingehen und werden die Insel weiter ausbauen. Aber noch ein wichtiger Tipp, gerade für den Anfang in Skyblock, ist, dass ihr nicht das gesamte Gras zerstört, ne? Hier. Also nicht, dass ihr am Anfang direkt hingeht und sagt, hey, die Insel ist 3 Blöcke dick, ich plätte die auf einen Block. Das ist nicht gut, weil wenn Gras einmal nicht mehr existiert, dann gibt es kein Gras mehr. Und da ich das gerade zum 3. Mal aufnehme, weil die ersten 2 Male broken waren, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon mal in der Folge erzählt habe oder nicht. Aber zur Sicherheit nochmal, Gras wächst nur zu Gras. Ja, also hier kommt, oder da kommt jetzt kein Gras hin, weil hier nirgendwo Gras ist. Es wächst immer nur von diesen ekligen Grünen hier, das, was Mama immer als Salat verkauft, wächst es rüber. Wenn wir aber jetzt die Insel komplett plätten, so dass alles so ist, dann werden wir kein Gras mehr haben. Dann ist das gelaufen. Der Steinefarm ist natürlich gerade am Anfang so die Hauptaufgabe, ne? Stein, Holz, das dauert ein bisschen und ist natürlich auch nicht so effizient, weil das halt immer mal wieder in die Lava fliegt und das ist so ein bisschen ermüdend, sage ich mal. Aber das gehört halt dazu. Das ist ähnlich wie im normalen Survival auch, dass man Ressourcen sammeln muss. Tja, die Sonne geht unter, der Mond geht auf. Und was machen wir mit den Steinen? Genau, wir machen Stufen draus. Stufen. Stufen, 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 Stufen. Ja? Warum Stufen? Das hat 2 Gründe. Naja, eigentlich nur einen. Aber erstens sparen wir Ressourcen beim Vergrößern der Plattform. Und zweitens ist es so, dass auf Stufen, die wir an die untere Hälfte machen, ne, keine Monster spawnen können. Und deswegen werden wir jetzt hier so 1, 2, 3 machen. Ich mache gerade nochmal Stufen. So. Ja, hier können keine Monster spawnen, auch wenn ich keine Fackel, nichts habe. Man muss nur aufpassen, man kann zum Beispiel hier, ne, hier kann ich ja mit Shift runterlaufen. Und wenn ich jetzt genau hier entlang laufen würde, würde ich runterfallen. Da ist Shift dann also nicht das Nonplusultra. Da muss man dann aufpassen, dass man da nicht runterfällt. Hier ist wieder egal, ne? Also auf Stufen ist es egal, aber genau diese Kante hier kann dafür sorgen, dass man runterfällt. Und dann machen wir jetzt hier einfach wieder einen Dirtblock und wenn der gleich wächst und wir Setzlinge bekommen, können wir hier den nächsten Baum drauf bauen, ohne dass Monster drumherum spawnen können. Und hier kann auch kein Monster spawnen, weil da ja der Baum steht, ne? Also, und jetzt können wir, während wir darauf warten, dass der mal wächst, können wir schon mal hingehen, können uns eine Harke machen. So, ich mache die jetzt mal aus Stein, man braucht die ja nicht so oft. Eine Harke, machen hier 1, 2, 3. Und da würde ich einmal die Melone, Kürbis und Weizensamen nehmen. Yeah, Fortschritt Farmer. Aus der Melonenscheibe machen wir Melonenkerne, Kürbiskerne haben wir, Weizenkörner haben wir. Und jetzt machen wir hier links Kürbis, da rechts Melone und in der Mitte Weizen. Da kann nämlich der Kürbis da oder da wachsen, die Melone kann da wachsen und der Weizen kann hier hochwachsen und nichts brennt an. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, ob das Ganze anfängt zu brennen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Weizen hinmache, weil das ist relativ nah an der Lava, da muss man ein bisschen aufpassen. Also das muss man auf jeden Fall beobachten, das darf man nicht alleine lassen. Oh, das ist ein Myzel mit Pilzen, ne? Und oh, noch keine Phantome. Ja, wir müssen aufpassen, es gibt ja auch Phantome, die kicken uns direkt von der Insel runter, also da haben wir keinen Spaß. Da müssen wir mal gucken, was wir gegen Phantome machen. Aber gut, jetzt müssen wir nur noch warten, dass der Baum wächst. Und in der Zeit könnten wir unsere Steine nehmen und könnten schon mal für unsere zukünftige Baumfarm vorarbeiten. Das heißt, wir machen hier so einfach mal weiter. Und dann machen wir hier weiter. Und da muss halt überall ein Dirtblock rein. So. So, zum Beispiel, kann man da einfach die Bäume anpflanzen. Später natürlich, ne? Wir brauchen erstmal die Setzlinge und alles. Erde können wir uns hier zum Beispiel mal nehmen, in der Hoffnung, dass es nicht runterfällt, weil das ist wirklich, das ist fatal. Aber gut. So, da haben wir wieder
3, wir brauchen 5. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die herholen. Vielleicht hier noch. So, weil das können wir ja dann später wieder mit Stufen machen, ne? Also wir können ja jetzt hingehen, Stufe, und können hier wieder abbauen. So, Stufe. Sehr gut, dann machen wir hier auch noch Stufe, Stufe, Stufe. Und Stufe, Stufe. Und dann hätten wir unsere 9 Bäume hier. Wobei, so viele würde ich, glaube ich, gar nicht machen. Ich glaube, ich würde wirklich nur 6 machen, damit wir so wenig Grasblöcke oder Erdblöcke wie möglich am Anfang erstmal verbauen. So. Dann machen wir nämlich erstmal hier so. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die 3, da muss ich mal gucken. Da, also hier müssen wir lassen, damit ich da auf keinen Fall runterfallen kann irgendwie. So. Und jetzt machen wir doch uns erstmal ein Steintool. Aber wir können ja... Das kann man aber nicht nehmen, ne? Nee, aber das kann man einbrennen. Also das kann man als Brennmaterial benutzen, aber so nicht. Okay. So und so. Dann geht das Ganze schon mal schneller. Und das hier kannst du bitte wieder ausgehen. Danke. Immer fängt das an, hier alles zu kokeln. Das geht halt schon eine Ecke schneller als mit dem Holz. Das passt auch genau zum Wassertick. Deswegen kommt hier immer wieder ein Stein. Wir können das eigentlich auch einfach gedrückt halten. Wir machen den Block dahinter nicht kaputt. Das kommt schneller wieder, als wir dahinter die Erde wegmachen. Ernsthaft. Weißt du, wir haben eine Mini-Insel. Wir haben keinen Platz. Und was macht der eine Block? Genau, der hüpft darüber. Und diese Blöcke, die sind wie Schulschwänzer, ne? Die weigern sich einfach eingesammelt und benutzt zu werden, wissen aber, es bringt gar nichts. Yeah, Cobble Collector. Der erste Tag ist rum. Wir haben den ersten Tag und die erste Nacht geschafft. Hier gibt es noch den Farmer. Der hat dann Bambus, ne? Also man soll das halt alles bekommen. Hier ist dicker than Slime. Soll man, stickier, ja. Soll man halt bekommen. Netherwarzenblöcke, Leder, ne? Halt all solche Sachen. 10 Brote machen. Okay, kann man machen, muss man aber nicht, ne? Das ist halt random so. Hier, dieses Skyblock ist halt wirklich wichtiger. Und wir sehen, wir sollten vielleicht als nächstes mal in den Nether gehen. Aber da müssen wir mal schauen. Use a weakness potion golden apple to cure a zombie villager. Stimmt, so kann man Dorfbewohner bekommen. So geht das, stimmt. Ja, der erste Tag in Skyblock ist geschafft. Und ihr seht schon, die Insel verändert sich. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann kannst du das Video gerne liken, wenn euch geschehen, den Kanal abonnieren und Teil von Team Lars LP werden. Und schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, ob du eher Team Minecraft für Anfänger oder Team Skyblock für Anfänger bist. Dann entscheide ich nämlich so ein bisschen daran, was wir in Zukunft als Gadget bekommen. Fürs Erste sage ich aber vielen lieben Dank. Ich bin raus. Ciao mit V.